Kinderbett. Wir brauchen ein Kinderbett. Warte mal, wir verkaufen mal diesen Schrank hier. Das ist unmoralisch. Oh, ja gut. Okay, die Sachen von anderen zu verkaufen ist wahrscheinlich nicht so schlau. Aber weißt du, kaufen dürfen wir dann, ne? Klar. Okay. Können wir den mal eben nach draußen stellen? Der stört voll. Der stört mich voll, Mann. Ich kann so nicht architektonisch, kann ich nicht denken. Dann kommt mal eben hier raus. So, jetzt haben wir den Raum hier zu. Da ist die Heizung. Eigentlich fände ich es ganz geil, je nachdem wie groß das Kinderbett ist, wenn das hier so in der Ecke stehen würde, ne? Oder? Oder so mitten im Raum, dass es halt hier so entgegenragt, wenn man halt reinkommt. Wisst ihr, was ich meine? Oder? Weiß ich nicht. Ich hätte halt hier gern so eine Wohnwand oder so. Kann gar nicht zu viel rosa sein. Das stimmt natürlich auch wieder. So, Kinderbett brauchen wir. Wir brauchen ein Kinderbett. Kinderbett. Oh, guck mal, wie süß. Der kleine Kindertisch. Schaumbox für Kinder. Das wird auf jeden Fall ein Baby. Die Farbe ist... Nein, nicht himmelsblau. Helles Braun. Ich denke schon, dass es weiß ist. Dass es weiß sein sollte. Und... So, oder? Soll so ein bisschen Braun mit reinbringen? Kinderbett niemals an der Heizung. Achso, okay, ja gut, das ist, das weiß ich nicht. Da war ich... Gut, dann machen wir das nicht an der Heizung. Habe ich auch mal wieder was gelernt. Siehst du, das ist das Gute, wenn ihr jetzt dabei seid, Leute. Sonst hätte man einen ganz bösen Fehler gemacht. Ist das schön so? Passt das mit rosa? Weil ich meine, hell, also so blau, das ist nicht so schön, oder? Ist der schwanger oder was? Ja, ich bin schwanger. Ja, sicher. Bett neben Fenster, Wickeltisch neben Heizung. Hätte es fast andersrum gemacht. Also meinst du so und... Das Ding ist halt, wir müssen halt dann schon die Schränke oder die Sachen ähnlich anpassen. Und wenn wir dann jetzt alles voll braun stellen, das weiß ich nicht. Ist das nicht ein bisschen... Andererseits ist weiß auch sehr... Schrank ist weiß, also Kinderbett auch weiß. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Da machen wir aber hier unten noch dieses leichte, diesen leichten hellbraun, diesen Braunton. So. Lasst uns mal kurz überlegen, wo wir denn den Schrank hinstellen. Das Kinderbett ist halt... Sollen wir das so stellen? Nee, das ist auch kacke, oder? Das ist auch kacke so. Ich meine, wir können es ja erstmal hinstellen. Ihr könnt ja gerne nochmal schreiben, wie ihr das haben wollt. Aber wir müssen halt überlegen, wo wir den Schrank hinstellen. Ich hätte ihn schon fast hier irgendwie hingestellt. Oder hier in die Ecke, damit der kaum auffällt. Oder halt einfach wieder hier rein. Der fällt eigentlich hier in der Ecke am wenigsten auf, oder? Wenn man hier reinkommt. Dann sieht man halt dieses Kinderbett. Falsch rum das Bett. Oh, habe ich das Bett... Alter, habe ich das Bett falsch rum? Ja. Natürlich habe ich das Bett... Ich stelle das Bett erstmal falsch rum. Sorry. Nicht passiert. So. Falsch rum. Ja, das wäre ein bisschen blöd. Das käme ein bisschen unprofessionell rüber. Aber was mich ein bisschen stört... Ich hab's nicht gesehen, Leute. Tut mir leid. Stell niemals ein Bett. Ja, gut. Das ist natürlich auch ein gutes Beispiel. Wo soll ich das Bett denn dann hinstellen? Ich meine, hier ist ein Fenster an der Wand und hier ist ein Fenster. Ich könnte es ja nur hier hinstellen. Oder wir stellen es hier hin und machen hier halt die Spielecke hin. Oder? Oder? Leute, bitte seid nicht so streng mit mir. Ich meine, wenn es den Eltern nicht gefällt, dann können sie es ja auch immer noch umstellen. Aber ich muss schon zufrieden damit sein. Wir stellen es erstmal hier hin, den Schrank stellen wir wieder da rein. Ja? Seid ihr damit einverstanden? Gott, ihr seid ja eine strenge Jury, ey. So. Der muss natürlich ein bisschen...
bisschen Raum haben. So. Um Gottes Willen, alles Mist. Spielecke an Steckdose, sicher? Alter! Das Ding ist, hier sind... Da müssen die Leute, die Eltern doch für... Also... Chillt, Leute. Chillt. Ich weiß... Diese Prinzessin, das ist... Ich bin da voll bei euch, aber... Lass uns erstmal die Sachen kaufen. Was brauchen wir jetzt? Warte mal. Regal, Kall, irgendwas. Kallmund. Regal, Kallmund. Wer kennt's nicht von Ikea? So. Was können wir denn hier für eine Farbe? Grau mit Glanz. Nuss. Nuss finde ich gut eigentlich. Ugh. Oder weiß. Eure Entscheidung. Komm runter, Junge. Ach, ist doch ganz entspannt. Ist doch nur Spaß, Mensch. Alles gut. Nein, nein, nein. Wir müssen das schön machen. Ach, geil. Weiß. Weiß oder Nuss? Nehmen wir weiß. Okay. Ich meine, das passt ja auch zum Bett, ne? Aber mich stört es halt ein bisschen, dass das... Dass das Regal halt so ein bisschen strahlt. So, nee, nicht ans Fenster, oder? Ich würde das Regal halt gerne da in die Ecke stellen. Wisst ihr, was wir machen? Nehmen das Bett ein bisschen weiter dahin. So. Können wir die vielleicht umsetzen? Ja, die muss schon in die Mitte. Aber ich finde die eigentlich nicht so schön. Die passt irgendwie nicht mehr zum Zimmer. Da müssen wir mal gucken, was wir mit der machen. Schieb das Bett an die Tür. Einen kurzen Weg zum Kind, wenn es schreit. Ruf sofort Tine Wittler. So, warte mal. Jetzt das Regal. Weiß. Ihr seid böse, Leute. Ich versuche das doch auch noch gut zu machen. So, ne? Oder? Warum nicht? Ich finde halt diesen Schrank so mega hässlich, Alter. Ich würde ihn halt gerne einfach so wegschmeißen. Aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Regal als Dauerbrenner? Standard-YouTube-Regal. Ist halt echt so. Das Bett schräg in die Ecke. Ist eigentlich gar nicht so schlechter Vorschlag. So, oder was? Ist eigentlich wirklich... Ah, das Problem ist halt diese Schublade. Dann sieht man halt das hier nicht. Das sieht ein bisschen komisch aus. Wisst ihr, was ich meine? Das geht eigentlich nicht so geil. Das geht eigentlich wirklich nicht so geil. So. Ohne Witz, Curry wird mal der Megapapa. Ja, wenn ich so manche Chatnachrichten lese, dann bin ich da ein bisschen skeptisch. Es ist schon dunkel. Holy shit, Mann. Okay, ja. Was brauchen wir noch? Wickelkommode. Ach du Scheiße, die Wickelkommode brauchen wir ja auch noch. Wo kommt die denn hin? Jetzt bin ich ja komplett aufgeschmissen. Scheiße. Wickelkommode. Holy shit, Alter. Okay, Türen machen wir... Ja, genau, schwarz. Farbe. Rosenblüten. Oh, wie schön, das passt ja zur Wandfarbe. Geil. Das finde ich gut. Und wo stellen wir die jetzt hin? Wobei, eigentlich ist es besser, wenn wir das ein bisschen orange machen, weil da kommt der Farbton auch ein bisschen raus, ne? Ja. Ja, ja, ja. Ich hoffe, der ist halt jetzt nicht so knallig. Und er ist sehr knallig. Er ist sehr knallig. Wir nehmen das rosa. Wir nehmen das rosa. Rosenblüten, meine ich. So. Rap-Kommando hat ein Subgift rausgehauen an Emera. Vielen Dank. Vielen Dank für die Unterstützung, Mann. Dankeschön. Und Emanuel Baptiste Zorg. In der Streambusbude am Start. Dankeschön, herzlich willkommen. Ran an die Steckdose damit.
Und das Fenster. Ja, komm, also und das Fenster können wir es ja wohl stellen. Jetzt mal ohne Scheiß. Aber ein bisschen mehr ran an die Wand. Noch ein Stück. Oh nein, jetzt haben wir es zu weit nach rechts. Scheiße. So viele Probleme. Nein! Ich dachte, es steht schon. Noch ein bisschen weiter links. Wie alle getriggert sind, einfach bei diesem Kinderzimmer, Mann, das ist so krass. So. Schön. Wir machen mal Licht an. Guck mal. Guck mal, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, Leute. Jetzt mal ohne Scheiß. Guck mal, wenn wir jetzt hier noch schönes Mobili hinhängen, Alter, dann sind wir doch voll der King. Sitzkissen. Let's go. Sitzkissen. Guck mal, der ist schon voll angepisst, der Typ hier. Sitzkissen. Schreibt alles in Caps. Lila? Nee. Nee. Ja, wir müssen in Lila. Das passt halt wenigstens ein bisschen zur Wandfarbe. Vergiss die zahlreichen Spielzeuge nicht. Ja, ja. Das schauen wir gleich mal. Wir müssen zwei Sitzkissen kaufen. Was will das Baby denn mit dem Sitzkissen, Alter? Machen wir einfach so eins hin, oder? So, und noch ein Sitzkissen. Können wir das hier so hinballern? Das ist wieder ein bisschen schwierig mit der Kommode, ne? Was ist denn, wenn wir das so hier hinballern? So. Schön bei der Heizung. Finde ich eigentlich nicht so schlecht. Ja. Ja. Für die Mutter zum Stillen. Das ist natürlich, das macht Sinn. So, und jetzt können wir natürlich noch ein bisschen Zeugs kaufen. Was, wie sieht es denn aus mit Lampen? Ich würde halt ganz gerne eine andere Lampe dahin ballern. Ausstattung. Nee, warte mal. Decken. Deckenlampe, Tube. Birke. Ja. Geht, ne? Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber willst du machen? Heizstrahle. Dreh den Schrank noch nach rechts. Meint ihr so da an die Wand, oder was? Ich finde das eigentlich, dass das so gut passt eigentlich. Weiß ich nicht, wenn man jetzt den Schrank so nach rechts steht, dann ist da halt diese Wand und dann ist da halt wieder nix. Dann müssen wir da... Das, ich finde das eigentlich so gut aufgeteilt. Ich hätte die Wickelkommode weiter zur Heizung gestellt. Ja, das Problem ist halt nur, dass die halt dann da in der Ecke steht. Okay, wisst ihr, was ich mache? Wisst ihr, was ihr macht? Was wir machen? Ihr habt recht, Leute. Nein, das Spiel hängt. Hilfe! Spiel! Bitte nicht abstützen! Bitte nicht! Okay. Oh. Alter. Wir stellen die schräg. So. Das ist geil. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ihr habt recht. Ihr habt recht. Bin ich somit einverstanden. Guck mal. Jetzt können wir da wirklich die Sitzkissen hinsetzen. Das ist eine schöne Aufteilung. So. Und so. Guck mal, das ist doch was ganz anderes jetzt. Das war ein guter Vorschlag, Leute. Das war echt ein guter Vorschlag. Ich will aber den Sitzkissen noch ein bisschen, das Sitzkissen noch ein bisschen weiter nach da. Ja, geil. Das finde ich schön. Alter, das sieht ja mega besser aus. An die Heizung, was? Leute, ihr könnt mich mal jetzt, Alter. Oh, Scheiß. Ein Teppich, ja, Teppich wird sehr gut hier reinpassen. Voll gut. Teppich, Leute, ihr seid so geil, Mann. Wir sind die beste Firma der Welt. Teppich. Teppich, rosa Quadrat. Nee, ich will kein Quadrat. Ich will eigentlich so ein... Kann man die Farbe nicht ändern? Was ist das hier? Nee. Der ist cool. Wie geil ist das denn, Mann? Das sieht ja mega schön aus. Das passt voll gut. Warum ist der so fett? Das ist ja eine Matratze, Alter. Das können wir ruhig mal investieren, Leute. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, Mann. Schief, oder? Oder wollt ihr den gerade haben? Flauschig. Ich finde das eigentlich so schön, oder? Schön.
Schief, ne? Ja. Finde ich auch. Guck mal, wenn man jetzt hier die Tür so reinkommt, wie cool das schon aussieht. Obwohl hier, da fehlen halt noch ganz viele Sachen an der Wand, ne? Ich finde das schön so. Ich finde das schön. Ja, Tobi-Bild kommt noch. Wir sind ja noch gar nicht fertig, Leute. Das Tobi-Bild kommt immer. Irgendwo, in jeder Wohnung machen wir das jetzt so, dass wir irgendwo ein Tobi-Bild verstecken. Scheiß auf die Leute. Wir machen das einfach. So, warte mal. Spielzeug. Gibt's hier Spielzeug? Sonstiges. Ein Buch. Oh, ein Kaninchen. Ein Kaninchen. Ein Kaninchen. Oh, können wir das nicht ins Bett setzen? Oh, ein Kaninchen, Alter. Cuteness Overload, Mann. Oh. Ein Schnapper. Ja, sicher. Ganz entspannt. So, was haben wir denn hier noch? Wäschekorb, Schneidebrett. Ein Ball. Geil. Ein Ball. Der Ball muss ja auch noch hin. Wir brauchen halt ein bisschen Dekoration für den Schrank hier, weil der ist so leer, Alter. Der ist wirklich so leer. Ohne Scheiß jetzt. Spiel. Nee. Schaumbox für Kinder. Das ist halt so eine hässliche Farbe. Kann man das ändern? Nee, eben nicht. Ein Mobili über das Bettchen. Ja, gibt das hier? Es kommt halt darauf an, ob es das hier gibt. Mobili gibt's hier nicht. Anscheinend. Schränke und Schränkchen. Nee, wir brauchen ein bisschen... wir brauchen ein bisschen... Pflanzen. Ja, wobei Pflanzen im Kinderzimmer ist das auch nicht so toll. Außer man stellt sie halt da oben auf diesen Dings. Dann könnte man vielleicht drüber nachdenken. Ausstattung. Brauchen wir nicht. Farben. Nee, Fotos und Bilder. Ja, vielleicht haben die hier keine schönen Bilder. Irgendwelche für Kinder. Nicht solche... solche komischen rosa Bäume. Ja, nee, das ist ein bisschen... Weiß ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben mit rosa. Küche. Lampen. So eine Lampe. So eine entspannte Lampe für... Warte mal, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Nachtlampe Mini, Floor Lamp Cube. Ich finde das eigentlich cool. Fußbodenlampe. Wenn wir die... Die stellen wir hier rein und machen die einfach an. Wenn die so ein Licht hat, was ich hoffe. Weil dann sieht's cool aus. Ach, guck mal, wie gemütlich. Oder? Und dann machen wir halt... Die lassen wir da stehen. Die lassen wir da stehen. Wartet. Gibt's hier Vorhänge? Vorhänge ist eigentlich eine gute Idee, aber gibt's nicht. Gibt's nicht. Sofas. Gibt's ein kleines Sofa? Ein Kindersofa vielleicht? Kerzen können wir halt noch machen, ne? Boxen können wir kaufen. Vorhänge gibt's nicht. So Boxen fände ich eigentlich gut. So ein bisschen verteilt. Kleine graue Schachtel. Ne, ich will keine graue Schachtel, ich will... Warum ist das grau? Das ist doch nicht grau. Das ist doch blau, oder nicht? Okay, dann nehmen wir mal, ein Tresor. Klar! Baby braucht ein Tresor. Baby braucht ein Tresor, Leute. Geht nicht ohne. Baby braucht ein verkacktes... einen verkackten Tresor. Schwierig. Messerblock vielleicht. Unter... Was? Unter TV... Nee, gibt's keine Vorhänge. Gibt's keine Vorhänge. Ich geh mal auf alles. Vor... LOL! Es gibt ja wirklich Vorhänge. Ach, wie nice. Wie nice ist das denn, Leute? Wir sind ja mega geil am Start hier. Ja, nehmen wir den. Alter, let's go. Wie können wir das anbauen? Warum können wir das nicht anbauen? Zu wenig Platz, um hier diesen Gegenstand zu... Ja, wahrscheinlich mit dem...
Wahrscheinlich, weil da so jetzt die Schränke stehen, ne? Wahrscheinlich ist das der Fall. Nehmen wir mal so einen kleinen. Das geht. Geil. Das geht, Leute. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Ich hoffe, das sieht schön aus. Ich hoffe wirklich, das sieht schön aus. Können wir das auch zumachen? Alter, das ist ja mega cool. Okay, pass mal auf, jetzt machen wir hier... Nee, ich will nicht ausbrechen, ich will... Ich will da noch einen hinsch... Warum kann ich den da nicht hinbauen? Zu wenig Platz. Ach, wegen dem Schrank. Okay, was passiert denn, wenn wir jetzt den Schrank wirklich drehen? Weil wenn da jetzt kein Vorhang ist, dann ist das irgendwie doof. Das sieht halt auch irgendwie mega bescheuert aus, ne? Weiß ich nicht. Sieht komisch aus, Leute, oder? Oder geht das? Da müssen wir aber den Teppich noch ein bisschen anpassen. Damit der uns noch ein bisschen hier ins Zimmer führt. So. Ja, das geht. Das geht klar, Leute. Das kann man machen. Das kann man machen. So, geil, Alter. Dann haben wir hier auch noch ein... Dann haben wir hier auch noch Gardinen, Alter. Und dann ist ja mega geil. Sehr nice. So, guck mal. Soll mal einer sagen, wir können hier kein Kinderzimmer einmachen, ne? Also... Holla, die Waldfee! Machen wir die Lampe noch an. Ich wünschte mir halt, man könnte hier ein bisschen mehr, einrichten. Deko. Nee. Deko gibt's gar nicht, ne? Das ist so besser. Kisten ins Regal. Kisten. Ja, aber was für Kisten? Hä? Kichererbsen in der Dose? Warum kann ich mir hier Kichererbsen in der Dose kaufen? What the fuck, Alter? Die kleinen Schachteln ins Regal. Ja, genau. Aber ich war halt mit der Farbe noch ein bisschen unschlüssig. Wir probieren einfach mal die. Passt die? Okay. Das ist doof, wenn die so schräg da drin steht. Was sind das? Große graue Schachtel, mittelgroße. Geht das nicht, dass die mittig steht? Och, komm schon, Alter. Da kann doch jetzt nicht daran scheitern, Mann. Bitte. Nee, geht nicht. Okay, dann nehmen wir eine große. Nehmen wir eine große, Leute. Jetzt müssen wir die nur platzieren. Ja, das passt. Nehmen wir ein paar verschiedene Farben, oder? Bücher ins Regal. Bücher sind gut. Bücher sind gut. Ich weiß halt nicht, ob ich die seitlich stellen kann. Ich weiß nicht, ob ich die seitlich stellen kann. Das ist das Problem. Probier das mal aus. Es liegt halt nur da drin, ne? Egal, das sind halt jetzt Kinderbücher. Liegen halt hier unten dann so. Da ist ein Buch. Und dann nehmen wir hier noch das. Die Secrets des Babyseins. Kann sie sich dann auch nachts durchlesen. So. Ein bisschen noch. Ich meine, wir müssen ja jetzt nicht die komplette Einrichtung. Die werden wir ja sicherlich auch ein paar Sachen haben. Eine Gabel kommt auch noch rein. Genau. So, pass mal auf. Dann tun wir hier noch. Was nehmen wir denn? Noch eine andere Box. Noch so eine Box hier und stellen die dann woanders noch hin. Hier. Hier, da zum Beispiel. So. Ich meine, das reicht ja auch. Also viel mehr muss da jetzt nicht unbedingt sein. Es geht doch voll klar. Das ist doch ganz, ganz entspannt. Eine Uhr könnte man vielleicht noch gebrauchen. Wartet mal. Gibt es auch noch eine andere Uhr? Uhr. Nee. Okay.
Vielleicht, ja, Bilderrahmen können wir, Bild können wir noch machen. Guck mal hier vom süßen Kätzchen. Geil! Hier, Katze haben sie auch, denke ich mal. Guck mal, wie schön. Bam! Let's go! Reicht. Reicht vollkommen aus. Guck mal hier, das sieht auch schön aus mit der Lampe. Das finde ich voll gut. So, und das obligatorische Tobi-Bild muss natürlich auch noch rein. Es wird immer dasselbe sein, Leute. Alter, 6000, what the fuck? Wir nehmen wieder das kleine. Kleine versteckte, der kleine versteckte Tobi. Das für 60. Oh ja. Leute, der Tobi ist da. Damit der Tobi immer schön dich in den Schlaf begleiten kann. Ist das nicht toll? Oder? Nee, ans Bett, Leute? Ans Bett? Ans Bett, ja? Oder wollen wir die hier zwischen die Sitzsäcke ballern? Ich finde das eigentlich am Bett so geil. Ja, Bett, okay. So. Hier. Wobei nicht schief, das sieht scheiße aus. Ah. Schön. Was ein Kinderzimmer, Leute. Was haben wir hier errichtet? Wahnsinn. Das war jetzt schon krass, die Arbeit, ne? Also, wir haben schon viel gemacht. Finde ich aber mega schön, muss ich sagen. Ich finde, das Kinderzimmer ist wirklich gelungen. Ohne Scheiß. Ohne, dass ich jetzt hier irgendwie uns... Aber ich muss euch loben, Leute. Haben wir gut gemacht. Wir machen mal... Können wir das Licht auch noch anmachen? So, wir machen natürlich das Foto. Damit wir das... Damit uns auch... damit wir damit auch Werbung machen können, ne? Klar. Guck mal hier. Leute. Bam. Schönes Ding. Gibt es nicht noch mehr Spielzeug? Nee, leider nicht. Ich habe schon geschaut. Also, es gibt halt nur irgendwie so komische Sachen. Spitzenguss, alles klar. Also, ich denke, das reicht auch so. Ich meine, viel besser geht es jetzt halt wirklich nicht. Ich denke mal, wir beenden den Auftrag, Leute. Ich finde das gut so. Ich finde das echt gut so. Oder? Ich finde, das haben wir gut gemacht. Virtuelles High Five, Mann. Zack. Let's go. Geil, Alter. 5000 Euro, Mann. Holy shit. Was für eine Arbeit.